Der Dorfscheriff hat schon viel gesehen und er warnt. Die Rentnerin Hedwig B., 68, hatte sich schon oft geärgert. Wenn sie ihre Pflanzen wässern wollte, war die Zisterne jedes Mal fast leer. Knapp 5000 Liter bestes Regenwasser verbraucht innerhalb weniger Tage. Ein Rätsel. Ihr Nachbar Justin hatte vor einer Weile ein neues Hauswasserwerk angeschlossen. Es war ein Freitagabend, als sie der Entnahmeleitung folgte, und sie staunte nicht schlecht, als sie sah, wozu Justin das ganze Wasser brauchte. Hinter der dichten Hecke stieß sie auf eine veritable Hanfplantage, die der Bengel bewässerte. Nun hatte sie Justin also kalt erwischt. Gut, dass der Junge sich einsichtig zeigte. Hedwig B. zog seit diesem Freitag in Erinnerung an ihre wilden Zeiten regelmäßig einen durch. Und das ganz ohne zu bezahlen. Gordon, wie sieht das denn hier aus? Die Begrifflichkeit für diese Unordnung ist Arbeit. Und das ist sicherlich ein Fremdwort für dich. Ja, zu 100% sogar. Du kennst mich. Ich kenne dich und ich kenne Hedwig. Hast du die Geschichte von Hedwig schon gehört, was die schon wieder alles raucht? Oh, ich weiß auch nicht, was da mit der Frau los ist. Aber sie scheint glücklich zu sein. Naja, wollen wir den Kunden erstmal erzeigen und erklären, was da überhaupt Phase ist, worum es überhaupt geht. Gordon, was haben wir hier vor uns? Vor uns haben wir einen Hauswasserautomaten, der rein optisch für den Laien aussehen mag wie eine ganz normale Gartenpumpe. Aber dort gibt es Unterschiede. Diese Unterschiede wird euch Dennis im Kurzen erläutern. Das ist richtig. Sieht aus wie eine Pumpe, ist ein Hausautomat. Hausautomat klemmen wir ganz genau wie eine Pumpe oder ein Hauswasserwerk an. Das dauert einen Lüttaugenblick. Dennis, ich gehe dir mal zur Hand. Das ist total nett. So. Wie wir sehen, baut die Pumpe Druck auf. Und wenn wir Druck wegnehmen, werden wir gleich sehen, was passiert. Und das ist der entscheidende Unterschied zur regulären Pumpe. Der Hauswasserautomat baut Druck auf, wenn Druck benötigt wird. Wird kein Druck benötigt, so ist dort eine Abschaltautomatik verbaut. Die normale Gartenpumpe läuft durch. Wenn ihr die nicht ausschaltet, wenn ihr kein Wasser braucht, besteht sehr schnell die Gefahr, dass diese Pumpe nicht lange halten wird. So, ganz wichtig, alles was Saugseite ist, Hanf und Vermiet bitte benutzen für eine 100% Dichtigkeit. Und alles, was Druckseite ist, bitte mit Gewinde oder beziehungsweise Teflonband benutzen. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Der Dorfscheriff bitte zur Kasse. Wigger, kriminell gut.